Hallo und herzlich willkommen zu Die Magie der 21. Ja, der 21.3.21. Was für ein wundervolles Datum. Und ich möchte hier heute wieder mit dir mal in diese Energie eintauchen. Die Magie der 21 ist ja, die 21 ist ja die letzte Karte der großen Arkana, die Welt. Also ein alter Zyklus wird geschlossen, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Und wir beginnen ja ganz fulminant und kraftvoll einen ganz neuen Zyklus, nämlich jetzt auch in der Nähe des 21.3., ich weiß gar nicht genau wann, wechseln wir in das Sternzeichen Widder. Und das ist der astrologische Neubeginn, Jahresbeginn. Und ich weiß auch, dass wir in dieser Zeit, so knapp vor diesem Datum oder danach, ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, über die kosmische Spalte, soweit ich weiß, gewandert sind, so wie Silke Schäfer das nennt. Und wirklich, also gefühlt einen Riesensprung in uns gemacht haben. Ich möchte aber jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Ich möchte jetzt gerne mal hier schauen, was die Energien sagen. Ich habe das mystische Tarot mitgebracht, ich habe die Energiekarten mitgebracht und natürlich auch das Tarot, um dann noch mal tiefer zu schauen. Mein Name ist Sirut Sabine Haller und alle Infos zu meinen Kartenreadings hier auf meinem Channel, zu einem persönlichen Reading oder auch zu den Karten, die ich verwende, findest du unten in der Infobox. Ja, die Magie der 21, die 21, die Welt. Ein alter Zyklus endet und ein neuer beginnt. Ja, ein alter Zyklus, das Fischezeitalter endet und wir schwimmen uns jetzt sozusagen frei hinüber in das Wassermann, nein, Quatsch, Wassermannzeitalter, ja, aber Steinbock hat geendet. Ah, auf jeden Fall neues Neubeginn, Wassermannzeitalter. Und mit dem März haben wir hier die drei, die Herrscherin. Die Herrscherin, meist schwanger, auf den Tarotkarten, die da in weichen Kissen sitzend auf ihrem Platz, ihr Zepter in der Hand, ihre Krone auf dem Kopf. Die Himmelskönigin kommt mir jetzt hier gerade so in den Sinn, wo ich diese Krone hier sehe. Die pure weibliche Energie, die pure weibliche Kraft. So, und warum ich den Eremit hier noch liegen habe, ist, weil wir mit dem 21.03.21 sozusagen dreimal die 3 haben und das ergibt die 9. Und die Quersumme 9, die lädt dich hier, oder dies zusammengerechnet, die 9 lädt dich hier mit dem Eremit mal ein, in deine Tiefe zu schauen, vielleicht mal zu beleuchten, mit was du schwanger gehst, was jetzt in die Welt geboren werden darf, dein Licht, was jetzt in die Welt geboren werden darf. Mir war es einfach ein Anliegen, den Eremit hier noch dazu zu tun. Der kommt ja dann im Laufe dieser Serie im September dann auch zur Sprache. Aber hier soll es vornehmlich um die Herrscherin gehen, um diese weibliche Energie und ja, eben auch mit der dreimal der drei, diese Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder auf der weiblichen Ebene Mutter, Tochter und große Göttin, wenn du das so interpretieren möchtest. Oder auch die jungfräuliche Göttin, die reife Frau und die weise Alte. Also drei Aspekte, die sich hier ineinander verweben, die vielleicht sogar auch einen alten Zyklus hier enden lassen, um ja das Tor zu öffnen, dass etwas Neues in die Welt kommen kann.
leg die noch ein Stück weit hier rüber. Und ich möchte jetzt gern mal hier schauen, welche Energie uns zu diesem Datum, zu diesem, ich möchte jetzt schon fast sagen, Wechsel oder zu dieser Neugeburt zur Verfügung steht. Wie gesagt, spür da bitte in dir nach, was es da in dir gibt, was jetzt neu geboren werden möchte. Vielleicht stehst du gerade vor dem Abschluss von etwas Altem. Das war in der vergangenen Zeit jetzt hier, also in den letzten paar Tagen, sehr, sehr kraftvoll. Also alte Ego-Aspekte, die sich verabschiedet haben, die gestorben sind sozusagen. Und gestorben sind, um unsere Soul Journey fortzusetzen, unsere Seelenreise. Und ich bin gerade ganz berührt hier. Wir alle haben uns genau diese Zeit ausgesucht, um hier zu sein. Wir alle haben uns dazu committed, dieses Licht zu aktivieren. Wir alle hatten das Gefühl, ja, es kommt eine große, kraftvolle Zeit auf uns zu. Ja, wir stecken mittendrin. Dass das kam, war unvermeidlich, nur eben die Form, die konnten wir nicht erkennen. Und dadurch, dass, so nehme ich das zumindest wahr, in dieser Soul Journey, in der wir uns gerade befinden, möglichst viele Seelen sich mit auf diese Reise begeben, geht es auch darum, dass möglichst viele Seelen erwachen oder die Menschen erwachen und spüren, hey, da ist wirklich noch mehr als nur der Körper. Da spielen ganz andere Aspekte mit hinein. Und genau dafür haben wir uns entschieden, hierher zu kommen. Im Licht und in der Liebe wissen wir das alles. Ist uns das alles bewusst? Doch das, was unsere Seele und auch unser göttlicher Aspekt in uns und letztendlich, wenn du es ganz herunterbrichst, Gott erfahren möchte, sind eben diese vielfältigen Erfahrungen, dieser Wissensschatz, den wir hier in unserem menschlichen Leben öffnen. Und ja, wie das so ist mit uns Menschen, das Beste und Kraftvollste und meistens lernen wir, wenn es eben schwierig und herausfordernd ist. Also eine Seelenreise ohne Herausforderungen wäre jetzt nicht wirklich ein Abenteuer. Und wir haben uns hier für ein Abenteuer entschieden. Ich zumindest, kann ich so von mir sagen. Ich möchte jetzt gern mal hier noch aus dem mystischen Tarot eine zusätzliche Botschaft zu dieser magischen 21 hier, zu der 3 der Herrscherin, welche Energie sich da für uns öffnen möchte, für uns zeigen möchte. Eine Karte bitte hier. Da. Oh, und nochmal der König der Kelche, den hatte ich neulich schon und ich finde auch diese Energie sehr, sehr kraftvoll. Der König der Kelche, der sich hier seiner Seelenreise, schau mal, Soul Journey, eine Seelenreise und er hat hier dieses Segelschiff in der Hand. Und ich glaube, dass es hier auch darum geht, den männlichen Part in uns und in der Welt ein Stück weit zu heilen und zu befrieden. Dem männlichen Part vielleicht sogar den Raum zu halten, damit er die Möglichkeit hat, hier in diese Tiefe einzutauchen, in diese Dunkelheit. Und die Dunkelheit in uns, das ist
oft ein Aspekt, den wir fürchten, den wir scheuen, wo dann auch wieder der Eremit uns zur Seite steht mit seinem Licht, der da nach innen leuchtet. Und der König der Kelche hier, ja, er weiß um diese Seelenreise. Wie gesagt, er hält hier dieses Schiff vor seinem Herzen. Das ist ganz hell, das ist ganz klar. Und dennoch besteht einfach auch die Gefahr, dass dieses Schiff kentert, dass der Sturm es wild umherpeitscht. Aber all das gehört zu so einer Abenteuerreise leben. Ich möchte jetzt gern mal hier mit dem Tarot schauen, welche Botschaft sich da für uns öffnet. Gib mir bitte eine Botschaft hier zur Magie der 21 für den 21.03.21. Naja, eine Botschaft, eine Karte haben wir schon mal hier. Oder? Die 10 Kelche. Die 9 Kelche. Ja, Kinder! Die 4 Schwerter. Da haben wir es wieder, dieses Stillwerden nach innen schauen. Aber das ist schon also hier wirklich Jackpot und in sich erfüllt sein. Und mit der Energie der Herrscherin nehme ich das wirklich auch als glücklich erfüllt in dir, in deinem Leben sein. Und wenn da Aspekte auftauchen, die es anzuschauen gilt, hoppala, dann die 4 Schwerter, die Stille. Ja, und schau, wer da unter den Tisch gesprungen ist, der Narr. Abschluss und Neubeginn. Und wenn ich da so reinfühle, das ist wie eine innere Explosion, die sich hier öffnet. Das Ass der Schwerter, gerade an der Unterseite. Der Narr lädt dich auch ein, mit leichtem Gepäck zu reisen. Der hat hier alles Schwere abgelegt. Der war bereit, hier, ja, ich sag's noch, in die Tiefe zu gehen. Der hat all das Schwere hier abgelegt und ist jetzt, nochmal eine 3, ist jetzt hier bereit zu feiern. Ja, oh, meine Lieben. An der Unterseite nochmal die Welt. Wundervoll. Eine ganz, ganz kraftvolle Energie, die dich einlädt, da wirklich tief zu schauen in dir. Was sind hier deine 9 Stäbe? Wovon, wovor halten diese 9 Stäbe dich zurück? Du bist hier erschöpft, du kannst gar nicht feiern. Vielleicht bist du auch traurig, weil du gerade im Außen nicht feiern darfst. Vielleicht hast du hier die Sehnsucht danach, all diese 9 Stäbe hier, all diese Erschöpfung einfach hinter dir zu lassen, fortzuwerfen und hier als ganz leichter, nah, unbeschwert, beschwingt, deine Seelenreise fortzusetzen. Dich auszuruhen, wenn es an der Zeit ist, dich auszuruhen und dann wieder aus deiner Fülle heraus zu schöpfen. Das ist so, so schön. Ich frage mich, ob wir überhaupt eine Fortsetzung brauchen, aber nichtsdestotrotz möchte ich dann da doch nochmal eintauchen und ich finde es auch gerade so spannend, wenn ich jetzt die Karten so anschaue, wie sie liegen.
Der König der Kelche und darunter die vier Schwerter. Und ich habe ja eben von dem männlichen Aspekt, von der männlichen Energie gesprochen. Vielleicht darf diese männliche Energie sich mal still werden. Und vielleicht ist die weibliche Energie hier, die Herrscherin, total erschöpft, weil sie ganz viel in sich geklärt hat, gearbeitet hat, um eben der männlichen Energie Raum zu öffnen, sodass beide Energien diese Seelenreise hier gut für sich gestalten können, sodass für beide Energien jetzt hier ein alter Zyklus endet, damit ein neuer Zyklus beginnen kann. Ein spannender Aspekt, der da jetzt reinkommt. Und vielleicht dürfen sogar beide Energien, männlich und weiblich, ganz neu, vielleicht sogar miteinander hier eine neue Welt erkunden, eine neue Reise beginnen, neu geboren werden. Ist ein total spannender Aspekt, der da jetzt reinkommt, und ich möchte gern hier jetzt mal in der Fortsetzung schauen, wie sich diese männlichen und weiblichen Energien hier ja weiter zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, es geht auch darum, in diesen Energien unterschiedlichste Erwartungen zu heilen und wieder in Balance zu bringen. Ich glaube wirklich, dass hier etwas Neues geboren werden möchte, das ja sowieso, aber ich glaube sogar auch, dass das eine neue Balance werden wird. In dir, in der Welt, wir werden sehen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Und ich habe dir im ersten Kommentar noch einen Hinweis dazu gepackt, wie du diese Infobox über dein Handy aktivieren kannst, weil ich nämlich ein paar Mal schon mitbekommen habe, dass einige das über das Handy gar nicht wissen, wie das funktioniert. Wie gesagt, den Link in der Infobox und auch im Hard-Member-Bereich auf meinem Patreon-Channel steht dir hier diese Fortsetzung zur Verfügung. Ich freue mich, dir da gleich wieder zu begegnen. Ja, und allen anderen, spür da bitte für dich selbst hin, wie du da in dir diese männlichen und weiblichen Aspekte in Balance bringen kannst. Wo da vielleicht Muster in dir sind, das macht ein Mann, oder Muster in dir sind, das macht eine Frau überhaupt nicht. Nein. Gibt da ganz viele Varianten und du kennst die alle. Und ja, ich glaube, dass das die Einladung ist, dass aus dieser neuen Balance von männlich-weiblich dann dieser ganz neue, sozusagen dritte Aspekt geboren wird. Alles, alles Liebe zu dir und gerne bis gleich.